Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft, kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Heute geht es um das Thema Mobilität und wie du dich besser bewegen kannst. Und ich erkläre dir meinen Ansatz, wie wir unsere natürliche Bewegungsintelligenz herstellen können und wiederentdecken können und vor allem, was das überhaupt bedeutet. Ich möchte erklären, was das mit deiner neuromotorischen Entwicklung zu tun hat, inwiefern Korrekturübungen denn eine Bewandtnis haben, was Dissoziation, Assoziation bedeutet, was Achtsamkeit und Geisteswahrnehmung mit Kraft und Stärke zu tun haben können. Ja, und wie du letztendlich durch Krabbeln dich wieder so bewegst, wofür du eigentlich geschaffen bist. Sprich, mein ganzes Konzept von guter Bewegung stelle ich dir vor und ja, möchte einiges da einordnen und dir ein paar Ideen mitgeben für deine eigene Bewegung, dein eigenes Training. Und dabei ist es egal, wer du letztendlich bist oder was du machst. Also du bist ein Mensch, ziemlich sicher, und das ist auch unser gemeinsamer Nenner. Das heißt, in meiner Idee bewegen wir uns alle wie Menschen. Und egal, ob du dich halt durch den Alltag bewegst, vom Stuhl auf und ab im Büro, ob du mit deinen Kindern spielst oder ob du Leistungssportler bist und eine spezifische Sportart machst oder Trainer und Therapeut bist, das ist gar nicht so entscheidend, weil unsere Basis, unser gemeinsamer Nenner immer menschliche Bewegung ist. Das müssen wir verstehen. Deshalb können wir meiner Meinung nach mit einem bewegungsorientierten Ansatz alle profitieren. Genau, und deshalb freue ich mich, dass ja du meinen Gedankenstrang, dir die Zeit nimmst, meinen Gedankenstrang zu folgen und da was mitnehmen kannst. Ja, ich bin gedacht, bevor ich jetzt so richtig anfange, um mich auf den Podcast selber vorzubereiten, kann ich ein paar Sachen mal teilen. Wenn ich jetzt einfach so eine Stunde vor mich hinspreche, was du jetzt hörst, aber ich meine, ich stehe alleine jetzt in diesem Raum, und dann ist heute zum Beispiel so ein Tag, es ist jetzt nicht gerade morgen, wo ich super, super klar bin, sondern es ist schon Nachmittag, ich habe schon eine ganze Menge Arbeit hinter mir und es sind nicht die optimalen Bedingungen. Trotzdem würde ich gerne noch das jetzt mit dir teilen, würde gerne diesen Podcast aufnehmen, und das ist so ein Punkt, wo ich dann ja, so ein paar Tricks mehr oder weniger mache. Also wie kann ich mein Gehirn ein Stück schärfen, um einfach trotzdem klar zu reden, klar zu kommunizieren und klar denken zu können. Und was ich letzte Zeit das gemacht habe, ich sag mal letzte halbe Stunde, war einmal, dass ich draußen war und bin draußen ja einfach spazieren gewesen. Klar, ich habe frische Luft geatmet, habe dabei in die Ferne geguckt und das hat mein ganzes System schon ein bisschen resettet. Was ich gerade eben gemacht habe, waren einfach 5 Minuten meine Mobilitätsroutine, die ich dir jetzt gleich vorstellen werde. Mit der Idee, dass ich da meine neuromotorische Entwicklung nochmal durchgegangen bin, einerseits klar über die Themen des Podcasts so ein bisschen nachgedacht habe, aber da mein Nervensystem, ich sage immer, so ein bisschen neu gestartet habe. Ich habe mein Nervensystem so resettet, es wieder so bewegt, wie es sich auch mal entwickelt hat. Und da habe ich immer das Gefühl, ich habe so einen Anker, so eine Verankerung eines Resets irgendwie mit drin, was mir unglaublich gut tut, wo ich ganz gut Sachen loslassen kann, die heute schon passiert sind, wieder Tabula Rasa machen kann. Und deshalb nutze ich diese Mobilitätsroutine auch sehr, sehr gerne, ja, entweder am Morgen, starten den Tag, oder auch am Abend, um besser zu schlafen, oder auch, um von einem State in den anderen zu wechseln. Also wenn ich eine Aufgabe abgeschlossen hat und die nächste übergehen möchte, nutze ich ganz gerne diesen kleinen Neustart, diese kleine Mobilitätsroutine, 3 bis 5 Minuten, um letztendlich mein Nervensystem da einzustimmen. Natürlich, du weißt, ich habe eine Schwäche für dieses ganze Biohacking-Gedöns, sage ich mal. Deshalb mache ich ein paar mehr Sachen. Also einmal stehe ich jetzt gerade ja in einem Raum, nicht draußen. Und ich weiß, am besten wäre es, wenn ich jetzt barfuß auf Kies oder auf Gras stehen würde, dann wäre ich einmal geerdet. Andererseits würde ich meine Fußsohlen gut stimulieren. Geht jetzt nicht, weil ich bin einfach drinnen im Raum. Deshalb stehe ich jetzt gerade auf einer Akupressurmatte mit barfuß, also mit ohne Socken praktisch. Und das hat ganz einfach den Effekt, dass ich eine ganze Menge Stimulus kriege über die Füße und damit ganz, ganz viele Nervenendigungen, Nerve, könnte man so sagen. Und damit leuchtet mein Gehirn ein bisschen mehr auf. Du kennst ja bestimmt eine Fußreflexzonenmassage und wir müssen nicht alle Fußreflexzonen kennen, auch wenn es mal interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Aber in dem Moment, wo wir einfach auf einer Akupressurmatte zum Beispiel barfuß stehen, aktivieren wir irgendwie alle. Und da kannst du dir vorstellen, was da im Gehirn eigentlich losgeht. Wenn du dir vorstellst, ja, was eigentlich Fußreflexzonenmassage machst und dann denkst, hey, eigentlich kann ich das ja ständig machen, indem ich einfach
mit nackten Füßen auf einer Akupressurmatte zum Beispiel stehe. Das hilft mir auf jeden Fall sehr. Dann habe ich gerade noch eine Tageslichtlampe angemacht. Tageslichtlampe ist über mir, kommt von oben, simuliert praktisch die Sonne, weil ich nun mal keine Sonne in diesem Raum habe. Genau, und das macht mich einfach ein bisschen wach, sorgt dafür, dass ich ein bisschen mehr Stresshormone ausschütte. Ja, und damit hoffe ich, mein Gehirn ein bisschen besser läuft. In diesem Atemzug möchte ich mich bei den Sponsor für diese Episode bedanken. Und das ist Everydays aus Berlin. Wahrscheinlich hast du schon gehört, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von den essentiellen Aminosäuren bin oder auch von dem entzündungshemmenden Komplex Protect. Aber vor diesem Podcast habe ich Life genommen. Und Life ist ein großartiger Adaptogenkomplex, der letztendlich hilft, mit Stress besser umzugehen, leistungsfähiger zu sein und ausgleichend wirkt. Durch eine ganze Menge Naturextrakte, zum Beispiel Cordyceps-Extrakt, der chinesische Raupenpilz, ein Ginkgo-Extrakt, ein Rosenwurz-Extrakt, Rhodiola rosea aus der russischen Heilmedizin, aber auch Ashwagandha, wo ich persönlich viel, viel besser mit schlafe. Wir haben auch einen Safran-Extrakt drin und einige Kofaktoren wie B-Vitamine, die sehr gut fürs Nervensystem sind. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Everydays zusammen, weil wir auf jeden Fall dieselben Werte teilen und absolut auf einer Wellenlänge sind. Also ein Unternehmen ist, dem ich vertraue, dem du vertrauen kannst und was ich mit bestem Wissen und Gewissen dir empfehlen kann. Wenn du Produkte testen möchtest, dann kannst du mich natürlich einmal gerne noch nach Tipps und Ratschlägen fragen und aber dann mit dem Code ThinkFlowGrow 15% auf deine Bestellung sparen. Und da sei noch erwähnt, dass das natürlich mal eine Möglichkeit ist, wie du mich und meinen Podcast schützen kannst, damit du diesen Podcast weiterhin kostenlos bekommen kannst. Andererseits noch schützt du dich durch gute Produkte und natürlich großartige Unternehmen, denen du vertrauen darfst. Vielen Dank dafür. Alle meine Empfehlungen findest du auf www.thinkflowco.com/Empfehlungen. Wir sprechen ja heute die ganze Zeit über eine Bewegungsroutine, eine Mobilitätsroutine anhand der motorischen Entwicklung. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du das Ganze mal ausprobieren kannst, dann habe ich dir in den Shownotes Videos hinterlegt. Da findest du einen Link zu meinem YouTube-Kanal und findest beispielhafte Routinen, um das ganze Wissen jetzt gleich in die Erfahrung zu bringen. In diesem Atemzug, jetzt habe ich noch einen Atemzug genommen, möchte ich dir auch darauf aufmerksam machen, dass das Konzept, was ich dir hier heute vorstelle, das Konzept ist, mit dem ich coache. Sprich, wenn wir über Bewegungen sprechen, dann kannst du von mir praktisch lernen, einmal über meine Workshops, über meine Besser bewegen Integrative Movement Workshops, wo im April, am 9. und 10. April, der Workshop in Weinheim bei Mannheim im Movement Gym stattfinden wird. Dann wird im April oder Mai, der Termin wird noch folgen, auch in Berlin mit Unterstützung von Everydays ein Workshop stattfinden. Und am 9. und 10. Juli in den Räumlichkeiten von MitoCare in München wird ein Workshop stattfinden. Auf der Webseite www.thinkflowco.com findest du mehr Informationen dazu und kannst dich auch direkt anmelden. Eine richtig gute Synergie, also nur live ist live, aber auch richtig gut natürlich online das Ganze zu machen. Und dafür wird in den nächsten Wochen, wahrscheinlich Ende nächster Woche, wenn je nachdem wann du diesen Podcast hörst, mein neuer Online-Kurs erscheinen. Und in diesem Online-Kurs wirst du letztendlich der Experte für deine Bewegung und lernst letztendlich dich wieder so bewegen, wie die Natur dich geschaffen hat. Also der Kurs ist perfekt für Trainer und Therapeuten einerseits, aber wenn du auch einfach bewegungsbegeistert bist und einfach was für dich und deine Gesundheit tun möchtest und wirklich verstehen möchtest und erfahren möchtest, wie das Ganze mit der Mobilität funktioniert, dann ist der Kurs perfekt für dich. Da wird es mehr als 20 Stunden Videomaterial geben, aber du kannst das Ganze Step by Step machen, wirst überall was mitnehmen, musst dich nicht überfordert fühlen. Genau, und ich freue mich dann auf dein Feedback. Wenn du genau erfahren möchtest, wann das Ganze losgeht, dann kannst du meinen Newsletter abonnieren. Genau, und die Newsletter kannst du auf www.thinkflowgrow.com/Newsletter abonnieren. Gut. Nun, ohne weitere Worte geht's los mit dem Thema, was ich schon eingeleitet habe. Ich habe natürliche Bewegungsintelligenz angesprochen und da stellt sich die Frage, was meine ich damit? Was heißt natürliche Bewegungsintelligenz? Und das ist eine gute, schöne Nachricht, die ich für dich habe. Ich bin davon überzeugt, dass wir im Laufe unserer motorischen Entwicklung, sprich wenn wir geboren werden, uns dann heranreifen, bis wir letztendlich stehen, dann lernen wir ein Bewegungsprogramm, um alles perfekt zu können. Wir können uns dann perfekt, mobil, stabil bewegen. Und das ist ganz natürlich, weil stell dir mal vor, wenn du jetzt so ein Kind, was gerade lernt zu stehen, fragst, hey, feuert denn dein Glut? Was machst du, wenn du aufstehst? Also dein Gluteus, fragst du den mal. Arbeiten deine Adduktoren? Wie atmest du? Dann wird sich das wahrscheinlich irgendwie verwirrt angucken, hat die Wörter wahrscheinlich noch nie gehört und kann es trotzdem. Und da darfst du dich mal fragen, wie kann es sein, dass so ein Kind sich besser bewegen kann als du? Wie kann es sein, dass sich das besser bewegen kann als du, aber hat gar kein Konzept von guter Bewegung?
Und du kennst eine ganze Menge verschiedene Muskeln, wahrscheinlich vielleicht auch ganz viele Korrekturübungen, hast ganz viel schon probiert, bist in diesem Sinne irgendwie viel schlauer und scheinbar intelligenter, aber kannst dich nicht so gut bewegen. Und das ist die Idee von der natürlichen Bewegungsintelligenz. Du kannst also unbewusst kompetent wieder sein. Das Modell der Kompetenz. Unbewusst kompetent heißt, du tust Dinge richtig, bewegst dich also ja schön stark und schnell, ohne dass du darüber nachdenken musst. Und das ist der Zustand, wo wir hinwollen. Weil stell dir mal vor, auch Atmung ist so ein großes Thema im Moment, aber stell dir mal vor, du musst den ganzen Tag bewusst atmen. Du machst nichts anderes, als über deine Atmung nachzudenken. Ja, dann hast du nicht mehr so richtig die Chance, das Leben eigentlich zu erfahren. Auch Atmen sollte ein unbewusster Vorgang sein, der einfach gut abläuft. Ja? Wenn du vielleicht schon eine ganze Menge probiert hast, dann bist du vielleicht kompetent in der Bewegung. Vielleicht erwischst du dich aber dabei, dass du bewusst kompetent bist. Ja? Das heißt, du atmest vielleicht wieder gut, aber musst ständig dran denken. Ja? Du hast vielleicht eine akzeptable Haltung, aber musst ständig dran denken. Hey, und das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Ziel ist ja, dass du nicht an eine Haltung denken musst, nicht an eine Lauftechnik denken musst, sondern du willst einfach laufen. Du willst einfach stehen. Du willst einfach atmen, ohne darüber nachdenken zu müssen. Genau, und wenn wir noch ein Stück zurückgehen, dann ist der allererste Schritt, wo wir unbewusst inkompetent sind. Das heißt, du bewegst dich schlecht und weißt es nicht mal. Und dann gibt es immer diesen Punkt, wo wir bewusst inkompetent werden. Und das ist was Schmerzhaftes, aber was Gutes. Da möchte ich mit dir ein bisschen aufräumen. Das ist der Punkt, wo ganz viele Leute zu mir ins Coaching kommen tatsächlich und sagen, hey, bei mir geht's voll den Bach runter, alles ist voll scheiße. Ja, mir geht's viel, viel schlechter als davor. Und alles ist schlechter geworden. Und ganz oft ist es eigentlich nicht der Fall. Der Fakt ist nur, dass die Leute von unbewusster Inkompetenz zu bewusster Inkompetenz gekommen sind. Das heißt, sie haben ja nicht festgestellt, dass etwas nicht funktioniert. Beispielsweise waren die Schmerzen bei Bewegung oder was sonst für Themen so groß, dass sie jetzt merken, dass sie etwas nicht können. Und klar, dann bist du bewusst inkompetent und musst natürlich dann darin übergehen, dass du bewusst kompetent wirst. Ja, das ist okay. Das heißt, du wirst erstmal, du machst Korrekturübungen sowas, wirst dann bewusst kompetent und dann kommt der kritische Punkt, den viele tatsächlich nicht gehen. Wenn du dann etwas gelernt hast, dann wollen wir das so integrieren, dass wir dann nicht mehr drüber nachdenken müssen. Ja? Und du wirst merken, ich werde hier ganz, ganz viele Konzepte, Ideen mit einfließen lassen, die meiner Ansicht nach total wertvoll sind, ja? Die so zwischen den Zeilen praktisch liegen. Und das nächste, neben der natürlichen Bewegungsintelligenz, ist praktisch das Prinzip von Isolation, Integration und Improvisation. Das heißt für dich, wenn du eine Fähigkeit, eine Bewegung isoliert hast, du kannst beispielsweise jetzt deine Schulter gut ansteuern oder kannst besser atmen, dann hast du das Ganze isoliert geübt. Isoliert, ich sag mal, perfektioniert. Und das ist wunderschön, wenn du jetzt eine ganz tolle Außenrotation der Schulter oder irgend sowas hast. Dann frage ich dich aber, kannst du das Ganze jetzt in einer Bewegung tun, die eine Rolle spielt? Weil, sagen wir mal, du hast eine dreidimensionale Atmung gelernt, ja, so eine Zwerchfellatmung, wo du deine Flanken und den Rücken und den Bauch atmest, auch in die Rippen, kannst das super gut im Liegen. Dann könnte ich dich fragen, ja cool, da bist du ja richtig klasse beim Atmen im Liegen. Jetzt frage ich dich aber, kannst du das auch in einer Bewegung, die für dich eine Rolle spielt? Ja? Kannst du das also in etwas integrieren? Da vielleicht bei einer sogar Situation, wo du sogar ja dich wirklich stabilisieren musst, beispielsweise sage einfach mal beim Kreuzheben oder so. Wenn du es da letztendlich nicht kannst, deinen Rumpf über eine Atmung oder in dem Fall vielleicht auch Nicht-Atmung zu stabilisieren, dann kannst du diese isolierte Fähigkeit nicht integrieren und damit ist sie regelrecht wertlos. Dann kommst du vielleicht dahin, dass du sagst, okay, cool, ich kann jetzt auch beim Kreuzheben meinen Mittelkörper stabilisieren und dann kommt aber der Punkt, dass du in das echte Leben kommst, musst einen Wasserkasten anheben und denkst nicht mehr an Kreuzheben, Integration, sondern du improvisierst praktisch, ja, weil du hebst irgendwas an, machst irgendwas anders, das Ganze ist unbewusst und wenn du dann wieder Rückenschmerzen hast, hast du es immer noch nicht geschafft, weil danach bist du nicht von der Integration dann in diese Improvisation gegangen, wo du diese isolierte Fähigkeit mit der spielen kannst, die unbewusst praktisch machen kannst. Ja? Das heißt, die Endstufe sollte immer sein, dass wir diese Fähigkeit improvisieren können, allem, was du irgendwie tust. Und dann kannst du dich wirklich frei bewegen. Ne? Frei bewegen, das ist so ein bisschen ein, ja, vielleicht kannst du das fühlen, was ich damit meine. Freie Bewegung heißt, du bist einfach unbewusst kompetent. Ne? Du kannst improvisieren, du musst nicht mehr drüber nachdenken. Wenn du in dieser Stufe bist, wo du eine gute Haltung generierst, indem du ganz viel Spannung aufbaust, das siehst du, das fühlst du. Das ist ständige Spannung, ständige Struktur. Du musst an deiner Struktur festhalten, du musst dran denken, habe ich meine Schulter richtig ausgerichtet, bla 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 bla. Ich bin der Meinung, wir sollten unsere Schulter richtig ausrichten können, unser Becken und so weiter, ohne drüber nachzudenken. Ja, weil das letztendlich ist Bewegungsfreiheit.
Was ich damit sagen möchte, es ist absolut sinnvoll, wenn du in einer Bewegung, in der, ich sag mal, Improvisation feststellst, dass du Defizite hast. Du hast Defizite, sagen wir einfach mal, wenn du Wasserkasten anhebst, merkst du, hey, irgendwann mein Po feuert nicht, sagt vielleicht dein Therapeut. Dann ist es sinnvoll, dass du zurückgehst, dann dir das Kreuzheben anschaust und dann vielleicht sogar gezielt, ganz isoliert, dein Gluteus aktivierst. Das heißt, du gehst zurück von der Integration in die letztendlich Isolation. Und dann musst du aber wieder vorangehen, musst wieder das Ganze integrieren, dann improvisieren und dann loslassen. Und dann, das ist jetzt die gute Nachricht, dann solltest du diese Isolationssachen nicht mehr brauchen. Ich sehe sehr, sehr viele Trainer, Therapeuten und Trainierende, die sehr, sehr lange dasselbe machen, die immer wieder Korrekturübungen machen. Korrekturübungen, so diese ganzen kleinen Minibandübungen, die Aktivierungen, das Gesäß zu aktivieren, die das jahrelang machen. Jahrelang, jahrzehntelang oder vielleicht auch monatelang. Und in meiner Ansicht ist das nicht gut. Also das sollte nicht sein. Wenn ich eine Korrektur zu lange machen muss, wenn ich meinen Gluteus immer wieder vor meinem Training aktivieren muss, dann habe ich ein Problem. Dann bewege ich mich nicht artgerecht. Dann habe ich von der Korrektur eigentlich nicht so richtig was gelernt. Die Idee ist, dass wir feststellen, okay, du hast Bewegungsmuster, die funktionieren nicht optimal. Dann korrigieren wir die, dann integrieren wir die und dann benutzen wir die. Und wenn wir die benutzen, wenn du dann beispielsweise immer etwas anhebst mit der richtigen Aktivierung, in jedem Training oder jeden Tag auch mit einem Wasserkasten anhebst, dich einfach immer gut bewegst, dann brauchst du nicht immer wieder diese kleinen Aktivierungsübungen. Also klein ist immer, ist ein komisches Wort, aber das nutzt man so und ich denke, du weißt, was ich damit meine. Diese ganzen kleinen Korrekturübungen, das sind Kompensationen, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Und natürlich wichtig, dass du immer wieder eincheckst, hey, funktioniert das nicht? Wenn es aber funktioniert, dann lass los, tu es nicht wieder. Mach dich nicht abhängig von diesen ganzen Korrekturübungen. Das ist nicht gute Bewegung. Das heißt, meine Idee tatsächlich ist, dass wir uns halt konstant gut bewegen und das ist vielleicht erstmal Arbeit, dir das zu erarbeiten, Korrekturen zu machen, vielleicht auch einen Trainer, Therapeuten zu engagieren, der da mit deinen Defiziten ausräumt, dann aber letztendlich gute Bewegung zu etablieren. Und ich habe diese Idee, dass wir das in einer Bewegungsroutine machen können, so dass wir letztendlich jeden Tag innerhalb von 3 bis 10 Minuten so eine kleine Bewegungsroutine machen, wo wir alle Funktionen, die wir allgemein so brauchen als Menschen, hey, und so viele sind das gar nicht, einfach durchleben, um einfach bereit zu sein. Wir sind einfach bereit und können alle Dinge des Tages tun, so dass wir dann auch vom Training gar nicht so viel Warm-up-Zeit brauchen. Hey, klar, vielleicht ein bisschen Erwärmung, um Kreislauf anzuregen, ganz kleines bisschen, alle Bewegungsmuster mal ganz kurz durchgehen, aber nicht alles wieder aktivieren müssen, weil du das am Morgen mit deiner Mobilitätsroutine, vielleicht aber auch am Tag davor schon gemacht hast, weil dein Körper sollte auch nicht innerhalb von einem Tag alles vergessen, was er mal gelernt hat. Ne? Das ist die gute Nachricht. Diese, die Grundaussage ist jetzt, du kannst dich natürlich gut bewegen. Und verlierst das dann nicht wieder, wenn du es dir einfach hältst durch eine gute Routine. Und diese ganze Arbeit, die du vielleicht dann investierst erstmal in dich, in einen Kurs und so weiter, in einen Workshop, wo du diese Sachen erarbeitest, hey, manchmal fühlst du dich vielleicht ein bisschen überfordert, jetzt muss ich ja stundenlang am Tag das Ganze machen. Wenn du den Karren vor die Wand gefahren hast, also jahrelang dann Raubbau betrieben hast, dann musst du wahrscheinlich erstmal Funktion wiederherstellen. Dann dauert das ein bisschen. Wenn du es getan hast, kannst du loslassen und musst das nicht mehr tun. Hast Freiheit. Und bist unabhängig. Okay, ich hoffe, du kannst diesen Punkt verstehen, warum es sich lohnt, wieder die natürliche Bewegungsintelligenz zu entdecken und dir damit ganz, 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 ganz viel Arbeit zu ersparen. Ja, falls es jetzt irgendwie so klang mit Korrekturübungen, als wenn ich gegen Korrekturübungen war, nein, natürlich nicht, sie haben ihre Bewandtnis. Aber Ziel sollte sein, dass wir diese Korrekturübungen nutzen zum Korrigieren und uns dann wieder davon lösen. Einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Übrigens, ich stehe vor meinem Whiteboard und habe jetzt alles ans Whiteboard angeschrieben, was ich erzählen möchte. Ich habe das manchmal am Rechner gemacht, am Computer, und habe festgestellt, wenn ich am Computer das Ganze ablese, dieser Computer, dieser Bildschirm, saugt mein Gehirn regelrecht leer. Kreativität geht ganz schnell weg. Ich stelle fest, wenn ich jetzt auf dieses Whiteboard schaue, sind meine Gedanken wesentlich besser. Deshalb ist eine neue Routine von mir, viel mehr, wenn möglich, wieder zu vermeiden, mehr ans Whiteboard zu schreiben und lieber da kreativ zu sein, also sprich offline, weil ich merke, dass meine kognitive Leistung ein bisschen geboostet wird. Wie auch immer, jedenfalls steht jetzt das Wort Arroganz hier dran. Boah, Arroganz, was soll das heißen? Und mit Arroganz meine ich so etwas, wir müssen etwas demütig sein vor unserem Körper. Wenn wir laufen, es wurden so viele Bücher über Laufen geschrieben.
Laufen ist so komplex, da passiert so viel, von deiner kleinen Zehe bis in den kleinen Finger, über psychoemotionale Aspekte, über den Lymphfluss, übers Bindegewebe, über alles Mögliche. Laufen ist so komplex. Wenn du jetzt dann irgendwo gehört hast, dass der und der eine Muskel vielleicht da nicht richtig funktioniert und machst dann eine Korrekturübung, veränderst du das ganze System. Dein ganzer Körper ist verbunden über Bindegewebe und so weiter und so fort. Aber natürlich auch psychoemotionale Aspekte. Und ganz, ganz oft passiert ist, dass wir dann denken, okay, ich habe etwas gefunden, was nicht funktioniert, dokter daran rum, mach eine Korrekturübung, aktiviere irgendeinen Muskel besonders, dann greifen wir in ein komplexes System ein und haben eventuell mehr Schaden angerichtet als Gutes. Also Arroganz bedeutet jetzt, dass wir uns oftmals, wenn du kein absoluter Experte bist, nicht rausnehmen sollten, zu verstehen, was da genau jetzt fehlt. Ganz oft machen wir irgendwas kaputt. Zum Beispiel jetzt auch diese Rotatorenmanschette an der Schulter, das ist ein großes Thema. Und so viele Menschen machen immer wieder diese Außenrotatorenaktivierung. Und hey, ganz ehrlich, ganz oft bringt das irgendwie gar nicht so richtig was. Im Endeffekt doktern wir an irgendwas rum, machen irgendwas vielleicht zu stark, was nicht so stark sein soll, isolieren irgendwas, was wir nicht isolieren sollten und machen mehr kaputt, weil wir diese ganze menschliche, wunderschöne Maschine nicht ganz verstanden haben. Das ist ein bisschen wissenschaftliches Problem, ein Erkenntnisproblem, was wir zum Beispiel auch in der Ernährungswissenschaft sehen. Zum Beispiel gab es ja Zeiten, da hat man ein paar Vitamine entdeckt und dachte dann, okay, wenn ich diese Vitamine, nehmen wir einfach mal als Beispiel ADEK, nehmen fettlösliche Vitamine, wenn wir die nehmen, dann sind wir gesund. Oder dann sagen wir mal, wir machen ein Multivitamin, das ist alles, was wir brauchen und brauchen kein Gemüse mehr, nehmen nur noch dieses Multivitamin. Und fertig. Und dann stellen wir fest, hey, wir werden halt ziemlich krank, weil wir ganz, ganz viele Sachen übersehen haben. Weil wir praktisch Sachen ersetzt haben aus der Arroganz, aus zu wenig Demut gegen unseren Körper. Weil wir Systeme isoliert haben, die wir so nicht isolieren können. Und das funktioniert bei der Ernährung schon ganz, ganz oft nicht so. Und das sollten wir uns vielleicht nicht rausnehmen. Und dann ist es wahrscheinlich bei der Ernährung auch ein ganz, ganz oft eine gute Idee, sich erstmal vollwertig zu ernähren. Gar nicht unbedingt zu wissen, was da genau alles drin ist, aber einfach artgerecht vollwertig zu ernähren. Eventuell zu ergänzen. Eventuell, aber ist ein anderes Thema. Wir machen eventuell oft mehr kaputt. Und das ist mit der Bewegung halt auch so. Wenn wir uns so bewegen, wie wir geschaffen wurden, also wir wollen einen Ansatz nehmen, wo wir möglichst nichts kaputt machen, was wir durch Korrekturübung machen können. Und dieser Ansatz, der für mich sehr, sehr viel Sinn ergibt, ist dann zu sagen, okay, wie entsteht Bewegung? Und jetzt wird's ganz, ganz praktisch. Nach den ersten 20 Minuten sehe ich gerade. Wie ist Bewegung entstanden? Also wie können wir einen Bewegungsansatz finden, wo wir nichts kaputt machen können aus der Idee, dass wir so entstanden sind? Und das ist nun mal die neuromotorische Entwicklung. Das heißt, wir haben ja Bewegungen innerhalb der ersten 1,5 Jahre gelernt. Und dann gehen wir, dann haben wir eigentlich so das meiste irgendwie gelernt. Die Muskeln haben sich rausgebildet und so entsteht Bewegung. Und wenn wir diese Entwicklung wieder durchlaufen, dann programmieren wir unsere Bewegungsprogramme praktisch neu oder lassen sie neu programmieren. Und eine ganz gute Idee ist es dann aber auch, dass wir gar nicht zu viel drüber wissen. Dass wir es einfach tun, einfach erfahren und gar nicht zu isoliert teilweise arbeiten, sondern es einfach erfahren und uns programmieren lassen. Aus Demut vor unserer, ich will jetzt nicht sagen Schöpfung, soll jetzt nichts irgendwie religiös angehauchtes hier haben, sondern aus unserer Entwicklung, nehmen wir es einfach so. Das ist letztendlich die Idee. Um das mal so ganz kurz erst einmal durchzugehen, dann gehen wir dann im Detail durch. Heißt, das Erste und auch Letzte, was wir im Leben machen, ist zu atmen. Das heißt, der allererste Schritt, den wir letztendlich machen müssen, ist atmen. Und in unserer Entwicklung machen wir natürlich alle Schritte, die wir davor gelernt haben, so weiter. Das heißt, wenn wir erstmal gelernt haben zu atmen, durch die Nase mit geschlossenem Mund, Zunge liegt locker am Gaumen, dann beginnen wir, die Welt erkunden zu wollen. Das ist, indem wir erstmal den Kopf heben. Wir heben den Kopf und blicken mit den Augen durch die Gegend. Wenn wir dann irgendwo irgendwas greifen wollen, dann beginnen wir mit dem Arm irgendwo zu greifen und rollen dann rum. Das heißt, wir rollen. Wir haben zuerst den Blick, nicken dann praktisch, rollen dann. Und wenn wir irgendwie gerollt sind, wollen wir so ein Stück hochkommen. Wir kommen auf alle Viere und beginnen zu schaukeln. Wir kommen in so eine Rockbewegung und schaukeln vor und zurück und beginnen dann natürlich, weil wir nach vorne wollen, beginnen wir nach vorne zu krabbeln. Wir machen uns ganz, ganz groß, weil wir irgendwas sehen wollen und krabbeln.
Und von da aus probieren wir natürlich irgendwie zum Stehen zu kommen. Wir stehen auf und fallen wieder hin. Machen das hunderte Male, bis wir letztendlich ausgefegert haben, also erfahren haben, wie das funktioniert mit der Muskelaktivierung, wie wir nicht mehr fallen und dann laufen wir. Ja, und dann haben wir es letztendlich geschafft. Und diese ja natürliche Entwicklung, diese Kaskade können wir nehmen, damit wir auch uns neu rehabilitieren können. Ja. Vielleicht, wenn du jetzt irgendwie so ein bisschen mitdenkst, kommt der Gedanke, hey, okay, aber wir sind ja keine Kinder. Wir haben ja Bewegungsmuster schon da, wir haben auch viel mehr Muskulatur als Kinder. Und das ist natürlich auf jeden Fall mehr oder weniger ein Problem. Weil so ein Baby, das hat ja den, ich sag mal, fast Vorteil, dass es ein unbeschriebenes Blatt ist. Das Baby hat, ja, kann sich noch gar nicht groß bewegen und hat auch noch keine Muskulatur. Spannenderweise ist es nun, dass die Bewegungsprogramme sich ausbilden aus Aufgaben, die es erfüllen muss. Ja, beispielsweise atmet es, hey, warum? Damit es Luft kriegt, okay? Es atmet, damit es Luft kriegt. Es aktiviert diese Augenmuskeln, weil es was sehen möchte. Es hebt den Kopf, wahrscheinlich auch, weil es etwas sehen möchte. Es rollt, weil es etwas greifen möchte. Und es krabbelt, weil es, ja, irgendetwas erreichen will. Ja, es hat Bewegungsaufgaben und infolge dieser Bewegungsaufgaben bilden sich die Bewegungsmuster raus und natürlich bilden sich anhand dieser Bewegungsaufgaben die Muskeln aus. Das heißt, diese Bildung der Muskulatur ist eine Konsequenz der Lösung der Bewegungsaufgaben. Okay, nochmal. Die Herausbildung von Bewegungsmustern ist die Konsequenz der Lösung von Bewegungsaufgaben. Und das ist ein super wichtiges Prinzip, was wie du auch eigentlich wieder lernen kannst und lernen solltest. Ja, weil Ich sag nochmal, wir haben Bewegungsaufgaben, wir wollen Sachen erreichen und demnach bildet sich Bewegung aus. Was wir ganz, ganz oft machen, ist dann erstmal zu überlegen, ich möchte irgendwas erreichen, beispielsweise den und den Muskel aktivieren, dann denken wir an diesen Muskel und spannen diesen Muskel an. Ja? Aber eigentlich ist dieser Muskel ja dafür da, der soll in Folge von einer Bewegungsaufgabe aktiviert werden. Ja? Das heißt, viel natürlicher wäre es ja zu sagen, okay, welche Funktion erzeugt dieser Muskel. Und beispielsweise, stell dir vor, oder mach's direkt, leg dich in Bauchlage, liegst in Bauchlage und möchtest dich jetzt irgendwie, ja, rumrollen, so von Bauchlage auf den Rücken und greifst dabei mit dem rechten Fuß zum Beispiel nach links. Und wenn du das machst, wenn du diesen Fuß dann hebst, dann merkst du plötzlich, wie dein rechtes Gesäß anspringt, wie dein Gesäßmuskel aktiviert wird durch eine Extension der Hüfte und eine Außenrotation, eine Abduktion, aber das ist nicht ganz so entscheidend jetzt. Merkst dann aber, wie dein Gesäß aktiviert wird. Ja? Aber das Gesäß aktiviert sich nicht, weil du denkst, ich muss mein Gesäß aktivieren, sondern das Gesäß aktiviert sich natürlich, weil du eine Bewegungsaufgabe lösen möchtest. Ja? Und das ist ganz, ganz spannend. Und wir haben als Erwachsene oft dieses, ja, als Ingenieur sagt man Reverse Engineering. Also wir entwickeln etwas rückwärts. Ja? Wir entwickeln etwas rückwärts. Und das, ja, kann zu ganz, ganz vielen Problemen führen. Weil so eine Hüfte ist ja nun viel, viel komplexer, als ich das so irgendwie gerade beschrieben habe. Ja? Und wir können dann daran kommen, dass wir sagen, hey, ich löse das Problem, indem ich halt alle Muskeln studiere. Alle Muskeln, alle Nerven, alle Hirnnerven. Ich gehe in die Neuroathletik, verstehe alle Zusammenhänge da. Das kann man machen. Das ist total wertvoll. Und ich habe selbstverständlich riesen Respekt für jeden, der das macht. Und meine Kollegen, die so arbeiten, finde ich großartig. Und darf davon ganz, ganz viel lernen. Aber eine andere Idee ist zu sagen, warum bilden sich denn diese ganzen, Verschaltungen im Gehirn, diese neurologischen Sachen? Ne? Und die ergeben sich aus der Lösung von Bewegungsaufgaben. Und dann kann ich daran kommen, dass ich sage, okay, cool. Vielleicht kann ich das Ganze auch entwickeln und optimieren, indem ich einfach Bewegungsaufgaben setze. Und nehmen wir jetzt ein Beispiel der Augen. Also Augen ist ein großes Thema, weil dein visuelles System kriegt ganz, ganz viel Input und sagt deinem Gehirn, ist es sicher, ist es nicht sicher und ja, dass deine Augen gut funktionieren, ist super, super wichtig für dein Gehirn. Und dann können wir da hingehen und können sagen, okay, wir isolieren alle Augenbewegungen. Ja, und dann sehen wir zum Beispiel, die Augen müssen einmal nah fokussieren können, weit fokussieren können. Darfst du dann Augenübungen machen. Die Augen müssen einmal ganz weit nach links gucken können, einmal ganz nach rechts gucken können, nach oben, unten. Und wir haben auch sowas wie eine Blickstabilisierung. Das heißt, dein Kopf soll sich nach links und rechts drehen können, der Blick soll aber auf ein Objekt scharf gerichtet sein. Und das können wir alles auseinandernehmen und verstehen, ganz viele einzelne Augenübungen machen. Und nochmal, es ist, wenn du ein Defizit in einer dieser Funktionen hast, es ist total wertvoll, da mit einem Trainer und Therapeuten zu arbeiten, der genau das mit dir angeht. Ja, das kann ein absoluter Gamechanger sein, absolut.
Wenn wir das Ganze aber aus dieser neuromotorischen Entwicklung praktisch betrachten, dann können wir sagen, nach dem Atmen, was wir dann machen wollen, ist, dass wir den Kopf heben und den Raum erkunden. Ja, und das machen wir beispielsweise, indem wir einmal ganz nach oben gucken, den Kopf dabei in den Nacken legen, ganz nach unten gucken, den Kopf zum Kinn bringen. Dann schauen wir über unsere linke Schulter, über unsere rechte Schulter. Und deswegen kommt noch die Betonung, wir schauen über die Schulter. Warum? Weil wir wollen etwas sehen. Ja? Unser Fokus liegt nicht darauf, die Augen nach links zum Rand zu schieben, sondern wir wollen über die Schulter schauen, damit wir etwas sehen. Und sowieso wollen wir als Kind ja, oder du, möchtest den Raum sehen. Die Konsequenz aus der Aufgabe, den Raum zu sehen, ist ganz, ganz natürlicherweise, dass du so weit wie möglich nach links schaust, deinen Kopf dabei drehst, so weit wie möglich nach links oben schaust, nach rechts oben schaust, praktisch alles abscannst. Und dabei wird es verrückterweise auch noch passieren, wenn du nach unten schaust, hast du nur vielleicht 3 cm Abstand zum Boden. Wenn du nach oben schaust, hast du plötzlich, wenn die Decke hoch ist, 3 Meter. Dadurch hast du plötzlich alle möglichen Augenfunktionen. Ja, verrückt, du hast plötzlich die Augen nach links, rechts bewegt, hast nah und fern fokussiert und hast dabei auch noch, weil du den Kopf drehst, dein Gleichgewichtssystem stabilisiert und hast dann auch noch deine Halsaufrichter aktiviert. Nicht, weil du an diese Halsaufrichter gedacht hast, nein, weil du dran gedacht hast, wie kann ich denn meine verfluchten Gesäßhälften sehen? Ja, natürlich nur, indem ich meinen Hals ganz lang mache. Und das hast du gar nicht gemerkt vielleicht, aber ich als Trainer und Therapeut habe es gesehen, dass du es getan hast, ohne drüber nachzudenken. Ja? Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, wir haben plötzlich dein visuelles System trainiert, aktiviert, mit solchen blöden Sachen wie in der Bauchlage liegen und den Kopf zu drehen. Ja. Und das ist für mich tatsächlich absolut faszinierend. Ja. Und ich sehe da so eine riesen Synergie. Ich finde es total wertvoll, diese Erkenntnisse aus der Neurologie, was wir gerade alles sehen, wie dies funktioniert mit dem Gleichgewichtsorgan, dem visuellen System, aber auch dein olfaktorischen System und dein Geschmackssystem. Das bestätigt eigentlich alles, es ist alles eine Bestätigung, wie wertvoll es ist, sich mit der motorischen Entwicklung wieder zu beschäftigen. Genau, wenn wir ein Stück weitergehen, habe ich dir ja schon gesagt, okay, cool, du hast dadurch praktisch auch deine Halswirbelsäule mobil gemacht. Also du hast sie stabilisiert und in der Stabilisierung bewegt. Ja? Wenn du dann in eine, irgendwas reichen möchtest, ich spreche davon, ja, wir reichen und rollen dann praktisch. Und wir rollen und haben da die sogenannte Blickreichkaskade. Oder ich nenne das einfach so. Also wir gucken in eine Richtung, wo wir etwas erreichen wollen. Der Kopf dreht sich dann mit. Und infolgedessen bewegt sich auch deine Brustwirbelsäule. Du hast ganz viel Brustwirbelsäulenmobilität, reichst auch noch in eine Richtung und rollst dann wahrscheinlich rum. Und was wir dann letztendlich geschafft haben, ist, dass wir Brustwirbelsäulenmobility hergestellt haben. Cool. Aber eigentlich hast du die Bewegungsaufgabe erfüllt, irgendwo hinzureichen. Ja? Und so sollte es sein. Wir wollen immer mit Bewegungsaufgaben denken. Du merkst, ich bin absolut fasziniert und wenn ich an Rollen denke, dann fühle ich mich immer ziemlich, ziemlich gut. Ja, also Rollen ist einfach so eine wunderbare Sache. Du hast halt ganz viel Kontakt zum Boden. Und das finde ich auch so eine total spannende Sache. Warum ist das eigentlich so? Warum fühlt man sich so gut? Und ich denke, es liegt daran, dass wir viel Kontakt zum Boden haben. Weil wenn du viel Kontakt zum Boden hast, dann kannst du nicht fallen. Und das wird nochmal eine andere Episode werden, wenn ich dir erkläre, wie das Gehirn eigentlich Bewegung steuert. Ja, was da meine Ansicht ist, wie ich das gerne kommuniziere. Also Bewegungssteuerung durch das Gehirn. Aber dein Gehirn letztendlich überlegt sich immer anhand der aktuellen Situation und an der voraussichtlich nächsten Situation, ist es sicher. Ja, weil dein Gehirn will ganz einfach, dass du nicht stirbst. Und das überlegt sich immer, hey, sterbe ich? Und wenn es sagt, ich sterbe nicht, es ist alles sicher, dann wird es Bewegung freigeben. Dann bist du bereit, um neue Sachen zu lernen, neue Bewegungen zu machen. Und ein Punkt, dass es sagt, ich werde sterben, ich werde mich verletzen, ist natürlich, dass du fällst. Und die Chance zu fallen ist viel höher, wenn du stehst, als wenn du liegst. Das heißt, wenn du liegst, ist die Chance geringer zu fallen. Dadurch bist du mobiler und fühlst dich sicherer. Ja, deshalb fühlt sich wahrscheinlich am Boden sein einfach so gut an, weil du so viel Kontakt zum Boden hast. Außerdem ist es halt so, Kontakt zum Boden, dass deine Haut sehr, sehr stark berührt wird. Dein ganzer Körper kriegt ganz viel, wir nennen das sensorischen Input, deine ganzen Propriozeptoren werden praktisch aktiviert und dein Körper hat ja genaue Rückmeldung. Hey, wo ist eigentlich mein Ellbogen? Wo ist mein Knie? Weil wir haben natürlich Druck da drauf. Und dein Gehirn freut sich total, wenn es weiß, wo die Gliedmaßen sind. Weil wenn dein Gehirn weiß, wo die Gliedmaßen sind, dann kann es natürlich auch viel besser berechnen. Das Gehirn rattert und überlegt,
Was passiert in der nächsten Sekunde? Die Berechnung wird besser und es fühlt sich damit sicherer. Wenn du stehst, hast du prinzipiell ja das Problem, dass dein Gehirn nicht so richtig weiß, wo deine Gliedmaßen genau sind. Ja, weil vielleicht hast du deinen mittleren Rücken lange nicht berührt und dann ist es wie so ein blinder Fleck im System. Dein Körper weiß nicht, wo, dein Gehirn weiß nicht, wo das ist und alles, das ist alles Unsicherheit und damit ist das Überleben tendenziell bedroht. Ja. Genau, das heißt, wenn du über den Boden rollst, hast du ganz viel Berührung deines Körpers, sensorischen Input und damit Sicherheit und dadurch mehr Mobilität. Das Schöne daran ist nun, wenn du deinen Körper berühren lässt durch Rollen am Boden, kribbelt ja irgendwie deine ganze Haut. Du hast ganz viel sensorischen Input in der Haut und wenn du dann weiter aber gehst und verringerst die Kontaktpunkte zum Boden, bist beispielsweise dann im Vierfüßlerstand, kommst also zum Rocken, was sich übrigens auch großartig anfühlt, und dann gehst zum Stehen und machst noch ein paar Übungen im Stehen, dann hat dein Körper immer noch so im Kopf, im Hinterkopf, ja, Hinterkopf trifft wahrscheinlich jetzt nicht ganz, aber weiß auf jeden Fall immer noch, weil deine Haut noch aktiviert ist, wo deine Gliedmaßen sind. Okay? Also wenn du davor gerollt bist, hält dieser Input mehr oder weniger an, ja, diese Aktivierung. Und damit sind wir bei der Isolation Integration. Dieses verbesserte Körpergefühl kannst du also direkt in die nächsten Entwicklungsstufen mitnehmen, sprich ins Stehen und dann auch in deinen Alltag und dein Training. Also wenn du nach dem Rollen praktisch dann zum Bus rennst oder Gewichtheben machst oder einfach lebst, wirst du dich ziemlich sicher besser bewegen, weil dein Körper noch im Hinterkopf hat, wo deine Gliedmaßen sind. Ich hoffe, das ergibt so ein bisschen Sinn. Deshalb ist eine Taktik von der motorischen Entwicklung immer ganz natürlich, dass wir die Kontaktpunkte zum Boden verringern. Ja, am Anfang 4 Kontaktpunkte, dann vielleicht 6 Punkte Stand, 4 Punkte Stand, bis wir irgendwann über den Halbkniestand vielleicht im Stehen sind. Ja. Und diese Lektionen davor, diese Aktivierung immer ja integrieren. Okay, ich möchte jetzt dann gar nicht zu weit nach Ausschlüssen schweifen und alle Punkte durchgehen. Also gib mir gerne Feedback, wenn du einzelne Punkte ausgeführt haben möchtest, dann tue ich das. Ich tue es ziemlich sicher auch nochmal, wenn es du nicht wünschst, weil ich das so wahnsinnig wertvoll finde tatsächlich und denke, dass es jeder wissen sollte. Aber ja, ich habe gesagt, Rollen, wunderbar. Und wenn wir dann zum Rocken kommen, also Rocken, stell dir bitte mal vor, du bist auf den Knien, also auf allen Vieren plus Knie, also auf allen Sechsen praktisch, guckst nach vorne und schaukelst dir von vorne nach hinten. Ne? Kannst du auch mal direkt mitmachen. Und ja, da ist schon mal so ganz, ganz interessant, wenn du überlegst, warum wir das tun. Dann tun wir das nicht, um zu rocken, sondern wir tun das als, ja, wenn wir eine Bewegungsaufgabe finden, dass du weit nach vorne eventuell über eine Mauer aus dem Fenster gucken möchtest. Du machst dich also ganz, ganz groß dabei. Ne? Und was passiert dabei? Du drückst dich aus den Schultern raus. Und dann unter uns, hey, dein Serratus wird aktiviert, deine Schulterblätter rutschen in eine gute Bewegung, also eine gute Position. Ja, und du hast ganz, ganz viel Aktivierung durch diese Idee der Bewegungsaufgabe. Und du merkst gar nicht, was da alles aktiviert wird. Aber danach bewegst du dich einfach besser, ne? Weil du eine Bewegungsaufgabe löst. Das ist die Power der Bewegungsaufgaben. Genau, und ich habe schon ganz viele Schulterdysfunktionen letztendlich ja weggehen sehen, wenn man ein bisschen rockt. Das andere, was im Rocken passiert, und das finde ich wirklich großartig, ist, dass dein Oberkörper merkt, dass der Unterkörper auch da ist. Klingt vielleicht lustig, aber wenn du nach vorne schaukelst, streckt sich deine Hüfte und deine Schulter bewegt sich natürlich auch. Deine Schultern strecken sich auch. Wenn du nach hinten gehst, dann beugt sich deine Hüfte und deine Schultern beugen sich auch. Logischerweise, ja, das ist immer so ein Rhythmus, der gekoppelt ist mit deinem Mittelkörper. Und da denkst du, ist ja irgendwie logisch. Ja, aber dein Körper, das ist irgendwie nicht ganz so logisch, weil was du ganz oft machst, ist ja rumsitzen. Und im Rumsitzen lernst du genau das Gegenteil. Dein Oberkörper, der macht vielleicht Dinge. Also er tippt vielleicht an der Tastatur, er ja, arbeitet mit den Händen, dein Kopf guckt auch ein bisschen rum und dein Unterkörper ist abgekapselt durch einen Stuhl. Dein Unterkörper, deine Füße tun Dinge oder tun eventuell keine Dinge und dein Oberkörper hat keine Konsequenzen. Das heißt, wir haben eine Dissoziation vom Ober- und Unterkörper im Sitzen. Das ist krass. Ne? Und das ist dann, ja, das ist normal. Das beginnt schon, wenn wir in der Schule einfach zu viel sitzen. Und ja, damit haben wir diese Dissoziation. Wir haben keine gute Bewegung mehr, weil die normale, natürliche Bewegung passiert ja meistens in der Integration. Ne? Das heißt, im Rocken merkst du, ja, wie deine Schultern mit der Hüfte zusammenarbeiten.
Aber wenn du zum Beispiel läufst, dann merkst du auch, wie dein linker Fuß mit der rechten Hand zusammenarbeitet. Also wenn dein linker Fuß nach vorne geht, geht deine rechte Hand nach vorne. Wenn dein rechter Fuß nach vorne geht, geht deine linke Hand nach vorne. Das heißt, dein ganzer Körper arbeitet immer integral zusammen. Wenn du jetzt aber den ganzen Tag sitzt, dann vergisst dein Körper das. Und das ist ziemlich doof. Und was dann natürlich passiert, ist, dass du eine völlig unnatürliche Bewegung hast und damit kommt es eventuell zu Schmerzen in der Wirbelsäule, aber die Schmerzen können natürlich überall auftreten, weil dein Körper diese grundlegende Bewegungslektion vergessen hat. Und die musst du gar nicht intellektuell verstehen, sondern du kannst einfach rocken und deinen Körper daran erinnern. Und ich habe jetzt an meinem Whiteboard auch so ein X aufgemalt. Und das ist die Lektion des Krabbelns. Also, wenn du jetzt gerockt bist, dann kann es ja sein, oder dann ist es ziemlich sicher so, dass ja irgendwo vorne vielleicht was zu essen steht und du möchtest es zu essen kriegen. Und dass die, um diese Aufgabe zu lösen, musst du nach vorne krabbeln. Und machst das, indem du linke Arm und das rechte Knie nach vorne bewegst und so weiter. Ja, also immer über ein Kreuz. Genau, und wenn du das tust, arbeitest du kreuzseitig. Und wenn du das jetzt tatsächlich tust, dann wirst du auch merken, wie du ganz viel Rumpfstabilität dafür brauchst. Ja, wie plötzlich deine rechte Schulter mit der linken Hüfte arbeitet und über dein X, also über deine Diagonale, über deinen Bauch, das Ganze gekoppelt wird, wie da Kraft entsteht und wie ja eine Synergie erzeugt wird aus deinem linken Bein und deinem rechten Arm, wie das ganz, ganz, ganz natürlich ist. Ja, und damit wird natürlich auch deine Wirbelsäule stabilisiert, alles, ich habe mal vereinfacht gesagt, ich könnte jetzt eine Stunde erzählen, was da alles passiert, auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen, aber letztendlich wird einfach, ganz ehrlich, hey, alles besser. Und dieses Krabbeln, dieses X, diese Kreuzkoordination, die brauchst du natürlich überall, wenn du gehst, aber auch wenn du rennst und sprintest. Wenn du sprintest, brauchst du das natürlich viel extremer. Dann brauchst du genau diese Kopplung über den Mittelkörper. Wenn du Dinge wirfst, brauchst du genau das so. Du holst aus, nimmst auch dein X. Also bei allen möglichen natürlichen Bewegungen brauchst du letztendlich diese Kreuzkoordination. Und die kannst du trainieren, entwickeln über das Krabbeln. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ich habe jetzt, glaube ich, Assoziation und Dissoziation angesprochen. Und habe ja gesagt, ich habe das in dem Kontext gerade gesagt, dass ich er gesagt hat, wenn wir sitzen, dann haben wir eine Dissoziation von Oberkörper und Unterkörper. Und das wollen wir wieder neu vernetzen. Assoziation und Dissoziation ist natürlich dann insofern ein Problem, dass wenn wir Bewegungsmuster als Erwachsene haben, dann müssen wir die eventuell erstmal lösen. Ja? Also, weil eingangs hatte ich gesagt, das Baby, das Kind, ist ein unbeschriebenes Blatt. Und du, damit du die Bewegung neu durchlaufen kannst, solltest auch ein unbeschriebenes Blatt sein. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir natürlich beim Thema auch Korrekturübungen und Therapeuten und manuelle Techniken und sowas. Weil du bist ein unbeschriebenes Blatt. Du hast Aktivierungsmuster, die, ja, ich sag mal, verkorkst sind, Muskeln, die facilitiert sind, Muskeln, die nicht funktionieren und so. Und es ergibt absolut Sinn, wenn du in dieser motorischen Entwicklung dann merkst, okay, das funktioniert nicht, da habe ich zu viel Krampf oder so, dann ist eine Methode tatsächlich, dass du dich da so gut wie möglich entspannst und es immer wieder tust, dass du es hunderte Wiederholungen machst. Das kann eine sehr gute Methode sein, wo viele Lehrer ja drauf pochen, was sehr, sehr sinnvoll sein kann. Aber ich weiß, dass die meisten von uns nicht so viel Ausdauer haben. Dieses Lernen durch Erfahren, durch Lösen Bewegungsaufgaben immer und immer wieder oft nicht so beliebt ist. Und dann kann es absolut Sinn ergeben, solche Techniken wie Stretching anzuwenden. Sprich, wenn du merkst, du bist da und da verkürzt, dann direkt da stretchen oder auch einen Foamroller zu verwenden. Also da das Gewebe zu sensibilisieren, mit einem Foamroller oder mit einem Therapeuten zu arbeiten, der dir da praktisch das Ganze löst, um letztendlich eine Abkürzung zu gehen. Aber dann gehst du zurück und integrierst das in das Ganze. Das ist eine wichtige Message von mir jetzt praktisch. Ich habe einen Podcast gemacht mit Tim Anderson, den ich wahnsinnig schätze. Also schau dir die Arbeit von Tim Anderson an, Original Strange, großartiger Mensch. Und hör dir gerne den Podcast mit mir an. Denk es um, natürlich Bewegungsintelligenz, genau um dieses Thema. Weil ganz viel, mit dem ich arbeite, kommt von ihm tatsächlich. Tim Anderson meint, er benutzt in dieser Idee kein Stretching und auch kein Foamrolling oder sowas. Er ist der Meinung, wenn wir uns einfach in Symptomentwicklung bewegen, dann brauchen wir gar kein Stretching und ja keine speziellen Aktivierungen. Wir müssen es nur jeden Tag lang genug machen, mit dem Prinzip, was ich gleich noch erklären werde, und dann passiert es einfach so. Das kann funktionieren. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir, während wir das machen, wenn wir Probleme feststellen, dann durchaus gezielt arbeiten dürfen. Also stellst fest, der Muskel, da bist du super fest, dann stoppe diese Bewegung und gehe dann in einen speziellen Stretch.
oder in Foamrollen oder frage halt einen Therapeuten oder arbeite da gezielt dran und gehe dann wieder zurück in diese Bewegungsroutine. Ich bin der Meinung, wir können damit unseren Fortschritt stark verschnellern. Das ist meine Idee. Da ja, widerspreche ich mehr oder weniger Tim. Tim widerspricht praktisch Tim. aber sehr selbstverständlich hat Tim unendlich viel Erfahrung mit so vielen Klienten, also viel, viel mehr als ich selbstverständlich. Deshalb möchte ich diese Meinung sehr, sehr gerne mitgeben, weil ich ziemlich sicher bin, dass er auf seine Art und Weise absolut, absolut recht hat. Genau. Ich habe gesagt, wir müssen Tabula Rasa machen. Wir müssen uns ganz, ganz offen halten. Wir brauchen diesen Anfängergeist, wie ich das sehr gerne sage, und soll ein unbeschriebenes Blatt sein. Und dafür brauchst du ein paar Fähigkeiten. Und das machen wir in dieser Bewegungsroutine, wenn du neue Bewegungen lernen möchtest, indem du dich so gut wie möglich in den Lernzustand begibst. Und wie du optimal lernst, dazu werde ich auch noch mal ein bisschen mehr erzählen. Also noch einen Podcast machen praktisch. Nur hier mal angeschnitten. Ein Lernzustand heißt, dass du in einem parasympathischen Nervensystemzustand bist. Das heißt, du bist sicher. Du bist sicher, du fühlst dich sicher. Und das machst du ganz grundlegend damit, dass du durch die Nase atmest, den Mund geschlossen hältst, die Zunge atmest und lächelst. Ja? Lächeln heißt, es geht dir gut. Hey, Lächeln suggeriert dein System, es geht dir gut, alles sicher. Und du hast auch so wenig Bewegung, so wenig Anspannung wie möglich. So wenig Anspannung wie möglich, nur so viel wie nötig. Und das ist das Gegenteil von einem sogenannten Startle-Reflex. Immer wenn du feststellst, und nehmen wir mal das Beispiel, dir wirft jemand einen Ball zu oder schießt jemand einen Ball ins Gesicht, dann stell dir das jetzt vor, zack, pah, das ist der Startle-Reflex. Du gehst also eine Flexion, alle deine Muskeln vorne spannen sich an, du beugst alles Mögliche, machst die Augen zu, atmest nicht mehr, fühl da mal richtig rein, das ist der Startle-Reflex. Und das wirst du wahrscheinlich auch feststellen, wenn du dich stretchst oder irgendwie bewegst, dass dieser Reflex kommt. Und wenn der kommt, dann hör auf. In diesem Zustand kannst du nichts mehr Neues lernen. Erinner dich dran, okay, Tim hat gesagt, ich soll lächeln, ich soll den Mund geschlossen halten, durch die Nase atmen, Zunge an den Gaumen legen und soll mich entspannen. Und du bewegst dich erst, du fühlst die Entspannung, ja, wie du dich entspannst, und dann bewegst du dich erst weiter. Wenn dieser Startle-Reflex gleich wiederkommt, dann Pause, Intensität reduzieren und dann erst weitermachen. Warum ist das so wichtig? Wenn du im Stressmodus bist, ja, dann sind so ganz alte Teile von deinem Gehirn aktiviert. Du bist also so im Überlebensmodus. Und jetzt kleine Gehirntheorie. Überlebensmodus heißt, du machst Dinge, die in der Vergangenheit funktioniert haben. Neues Lernen heißt, dass du potenziell etwas machst, wo du noch nicht weißt, ob du überlebst. Okay? Neues Lernen heißt, du machst etwas, wo du potenziell sterben kannst, weil du noch keine Erfahrung hast, das zu tun. Okay? Das ist total interessant und wichtig, darüber nachzudenken. Alles, was du bis hierhin getan hast, von deiner Bewegung her, ist mehr oder weniger gut. Insofern ist es gut, weil du noch lebst. Egal, wie scheiße es war, was du bis jetzt gemacht hast, wie schlecht du dich bewegt hast, du lebst noch. Das heißt, jede Strategie, die du bis jetzt gemacht hast, ist potenziell besser, als die du tun wirst für dein Gehirn. Okay? Also auch wenn du sagst, hey, du bewegst dich ja total schlecht, ja, aber du lebst noch. Du lebst noch. Wenn du also im Überlebensmodus bist, wird dein Gehirn tendenziell immer das tun und das zulassen, was du schon kannst. Und das schließt Lernen letztendlich aus. Okay? Ich hoffe, das ergibt Sinn. Das kannst du auf ganz viele andere Domänen praktisch übertragen. Das heißt, wenn du neue Bewegungen lernen willst, neu programmieren möchtest, solltest du dich immer in diesem parasympathischen, ganz, ganz, ganz ruhigen Modus praktisch befinden, um, ja, klar, neue Sachen zu lernen. Deshalb Startle-Reflex umgehen, atmen, beruhigen. Am besten noch länger aus als einatmen. Ja, ich hoffe, das ergibt Sinn. Da kannst du für andere Domänen des Lebens praktisch etwas mitnehmen. Ja, und ich habe einen Schritt praktisch dann hinzugefügt, den ich als Meta-Skill für sehr, sehr wichtig halte. Bevor wir atmen, ja, sollten wir meiner Ansicht nach Achtsamkeit trainieren. Und Achtsamkeit heißt für mich eine Körperwahrnehmung und eine Geisteswahrnehmung. Das macht für mich alles letztendlich einfacher. Weil ich habe dir ja gerade schon immer so Sachen gesagt, hey, du musst wahrnehmen, wie gestresst du bist und dich dann entspannen. Und wenn du nicht achtsam bist für deinen Körper und für deinen Geist und deine Gedanken und sowas, dann kannst du gar nicht so richtig wahrnehmen, was sich gut und schlecht anfühlt. Wenn du erfahren bist mit deinem Körper, wie sich der irgendwie wo anfühlt, dann kannst du viel schneller nur Angst feststellen, wo sich etwas verspannt und wo nicht. Ich kenne das aus der Arbeit mit Tänzern oder sowas, mit tollen Tänzern, mit solchen Menschen, die sehr gut lernen, die ein wahnsinnig gutes Körpergefühl haben.
denen gibst du neue Bewegungen und die verstehen das sofort. Die können ganz, ganz, ganz schnell anpassen, weil sie genau wissen, wo ihr Körper gerade ist, weil sie jede nur Angst wahrnehmen. Ähnlich mit erfahrenen Meditierenden, die vielleicht nicht so viel Körpererfahrung haben, aber sehr viel Geisteserfahrung. Und auch diese Menschen können natürlich sofort wahrnehmen, okay, da fühle ich mich nicht gut, da ist diese Emotion, diese Angst, und Angst ist ja auch wieder Sympathikus. Ne? Aber du musst auch Angst, Sorgen wahrnehmen können, um dich praktisch in den Ruhemodus begeben zu können. Also je besser du deine Gedanken, Gefühle, deinen Geist wahrnehmen kannst, desto, und deinen Körper natürlich, desto besser wirst du auch deine Bewegung steuern und kontrollieren können. Ne? Deshalb ist für mich die Voraussetzung, um das Ganze zu tun, und nicht nur eine Voraussetzung, aber ein Katalysator, ist es, Körper- und Geisteswahrnehmung zu lernen und dann letztendlich Körper- und Geistessteuerung. Ne? Wahrnehmung heißt für mich zu merken, okay, da und da sind meine Gliedmaßen, und da sind meine Gedanken und Emotionen. Steuerung heißt dann, sie zu akzeptieren, loszulassen, sprich Spannungen loszulassen, körperlich, aber natürlich auch mental, emotional. Ne? Je besser du das kannst, desto schneller wirst du letztendlich lernen. So einfach ist das. Genau, weil, wie gesagt, auch wir sind nun mal auch psychoemotionale Beweger letztendlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn du Ängste, Sorgen hast, das macht ganz, ganz viel mit dir. Die manifestieren sich körperlich als Spannungen. Und wenn du die nicht löst, was du durchaus kannst oder akzeptieren kannst mit Meditation und solchen Techniken, sage ich einfach mal, wenn du die lösen kannst, dann wirst du dich auch besser bewegen können, weil das natürlich auch alles Blockaden sein können. Ne? Ich hoffe, das ergibt Sinn, warum diese Ebene total wertvoll ist. Und wenn das irgendwie überfordernd klingt, dann kann es mal sein, dass es überfordernd klingt, aber letztendlich sind das einfach, einfache Elemente. Ne? Das heißt, wir können zuerst Bodyscan zum Beispiel lernen für die Wahrnehmung des Körpers und danach so etwas wie eine Muskelentspannung machen, zum Beispiel eine progressive Muskelentspannung nach Jakobsen üben, in Rückenlage, um die Körperwahrnehmung und Körpersteuerung letztendlich isoliert zu trainieren. Und wir können natürlich den Geist wahrnehmen und eventuell steuern, indem wir sagen, okay, ich mache Meditationen, wo ich genau das tue. Also ich nehme meine Gedanken, Emotionen und Gefühle wahr und kann dann im nächsten Schritt auch lernen, diese loszulassen, damit zu arbeiten und vielleicht zu spüren, wo diese Gefühle, Gedanken, Emotionen sich als Spannungen manifestieren. Hey, und ganz cool, dann sogar Bewegungen machen, die diese Emotionen zum Fließen bringen, damit sie nicht stocken. Aber das ist ein ganz großes anderes Thema, wo zum Beispiel sich die Wut manifestiert. Ja, vielleicht ganz kurzer Hinweis, Wut oft, bei vielen ein großes Thema. Wut ist aus Sicht der TCM eine Geschichte der Leber, ja, also eine Emotion der Leber. Hat dann wiederum viel mit dem Zwerchfell auch zu tun, weil dein Zwerchfell liegt nun mal über der Leber. Oder du hast auch einen Reflexpunkt im rechten Schulterblatt. Ja, das ist ein Symptomkomplex. Du könntest zum Beispiel sagen, okay, du hast vielleicht Schmerzen im rechten Schulterblatt und Übungen bringen nichts. Blöd. Vielleicht können wir dann sagen, hey, du release dein Zwerchfell. Ist eine sehr, sehr sinnvolle Idee. Arbeitest aber auch mit der Wut. Wo ist vielleicht Wut, die du loslassen kannst? Und dann gehen plötzlich deine Schultern und deine Schmerzen und dem rechten Schulterblatt weg. Ne? Und je besser du natürlich achtsam bist, desto besser kannst du diesen Symptomkomplex wahrnehmen und behandeln. Genau, wenn wir dann praktisch weitergehen nach der Körper-Geistes-Wahrnehmung, dann solltest du immer lernen zu atmen. Sprich, wie machst du eine optimale Biomechanik der Atmung? Sprich, wie kannst du mit der Atmung deinen thorakolumbalen Zylinder aktivieren? Also ich nenne es aber das Rumpfkorsett. Das Rumpfkorsett besteht aus deinen Flanken, deinem Bauch, deinem unteren Rücken und deinen Rippen und letztendlich mit Zwerchfell und deinem Beckenboden. Wie nutzt du das, damit das Ganze wie so ein Schlauch sich um die Wirbelsäule schlingt und dich stabil und stark macht und halt richtig krass macht einfach. Ja, und dann kommen wir durch die in die Lektion der Blickbewegung. Wir blicken durch den Raum, wir nicken, rollen, rocken, krabbeln und dann sind wir krass. Ja, jetzt habe ich eine ganze Menge geredet. Ich hoffe, du warst für dich dabei. Du konntest damit was anfangen. Und das ist letztendlich die Outline, die ich unterrichte. Einerseits in meinen 2-Tages-Workshops, wo wir das Ganze live und in Farbe machen mit gelebten Emotionen, was sich leider nicht so online abbilden lässt, aber doch auch gut online abbilden lässt. Ne? Genau, und das ist dann die Outline auch meines Online-Kurses. Und um ein paar Worte dazu zu erzählen, also ich habe schon einige dazu erzählt jetzt, ne, von der Idee. Und ich war ehrlich gesagt ja am Anfang der Meinung, hey, dieses Konzept unterrichten würde ich sagen, seit 5 Jahren und erforschen seit etwa 8 Jahren, würde ich mal sagen.
Und ja, dann kann ich das Ganze ja mal, nachdem ich ja schon so viele Workshops darüber gemacht habe, das Ganze online machen und mache das einfach in 3 Tagen. Ziel war, Studio praktisch ausleuchten, fertig in 3 Tagen runterfilmen. Ja, 3 Wochen später habe ich 100 Videos gemacht tatsächlich, 100 Videos und über 20 Stunden Videomaterial gemacht. Ist ganz schön eskaliert und habe das Ganze so gestaltet in viele verschiedene Module, ne, dass du praktisch Schritt für Schritt das Ganze durchgehen kannst, aber im Zentrum stehen trotzdem komplette Bewegungsroutinen. Das heißt, wir haben da ganz, ganz viele Bewegungsroutinen, die du einfach täglich machen kannst und dann kannst du da Ebenen hinzufügen. Du tust diese Bewegungsroutine, die ich dir beschrieben habe und machst dann einzelne Module, wo du bestimmte Dinge, bestimmte Aspekte da ja perfektionierst und Ebenen hinzufügst und deine Details praktisch ergänzt, sodass du praktisch davon nicht überfordert sein musst und das eigene Tempo letztendlich wählen kannst. Der Online-Kurs hat, ja, den Online-Kurs kannst du starten, wann immer du möchtest und ja, wie gesagt, in deinem eigenen Tempo machen, kannst du über eine App zugreifen, über eine App, über dein Smartphone, kannst du praktisch überall mit hinnehmen und da die Routinen einfach durchführen und du kannst den Online-Kurs natürlich auch logischerweise über deinen Rechner machen. Also wenn der Podcast rauskommt am Donnerstag, dem 3.2., dann darfst du dich noch etwa 1,5 Wochen gedulden, darfst aber schon jetzt meinen Newsletter abonnieren, um gleich am Anfang mit dabei zu sein. Wo ich drüber nachgedacht habe, über diese ganzen verschiedenen Lektionen, ist natürlich aufgefallen, ja, es kann sein, dass es, oder ich weiß, für viele funktionieren andere Sachen und so ein Konzept wächst natürlich auch mit dem Feedback. Das heißt, ich habe mich dazu entschieden, einen Launch jetzt zu machen, praktisch mit der Version 1.0. Und ich lade dich praktisch dazu ein, den Kurs mitzumachen. Es soll auch, ja, ich sag mal, einiges preiswerter noch sein als die Version 2.0, die vielleicht in einem halben Jahr dann kommt. Aber du hast natürlich dann die Chance, den Kurs zu machen, in Fragen zu stellen, im Forum Fragen zu stellen und dann werde ich praktisch weitere Bewegungslektionen da hinzufügen, je nachdem, was für ein Feedback du hast, was für Wünsche du hast. Das heißt, du hast diese einmalige Chance, einerseits das Ganze erstmal ein bisschen preiswerter zu bekommen, aber dir Inhalte zu wünschen, je nachdem, was du noch brauchst, also Teil eines lebendigen Kurses davon zu sein. Das ist natürlich eine Win-Win-Situation, weil ich natürlich ganz viel dadurch lerne, aber du natürlich auch. Ja, wenn du jetzt denkst, hey, so 20 Stunden Videomaterial, ich muss es zwar nicht alles, aber das befordert mich jetzt schon und ist vielleicht dann auch ein bisschen teuer oder so, dann ich mache daraus noch einen etwas kleineren, ganz, ganz einfachen Anwendungskurs. Ne? Also dieser Anwendungskurs wird mit einigen Mobilitätsvideos sein, Routinen, die du einfach mitmachen kannst und ein paar Background-Informationen, die ich für essentiell halte. Praktisch der Besser bewegen, integrative Bewegung Essentials-Kurs. Ne? Das wird der Mini-Kurs praktisch werden und ja, der große Kurs wird praktisch das Komplettpaket werden. Ich bin auf jeden Fall total aufgeregt, wenn das Ganze launcht und ich denke, das kannst du nachvollziehen, wenn du meine Stimme und meine Begeisterung hörst. Wenn du zu den ganzen einzelnen Punkten, die ich angesprochen hast, jetzt Fragen hast, dann freue ich mich sehr über dein Feedback, weil ich natürlich sehr, sehr gern neue Podcast-Folgen noch davon mache. Genau, im Kurs kannst du dich auch darauf freuen, dass ich ein paar Lektionen haben werde von, ja, Freunden, Bekannten und Lehrern und Trainern, die ich sehr, sehr schätze, die bestimmte Konzepte sehr, sehr gut vermitteln können. Zum Beispiel jetzt den Elias Pocker, der Rope Flow gegründet hat, sehr viel mit Seilen arbeitet und da sehr, sehr tolle Lektionen gemacht hat, wie denn Spiralisierung funktioniert. Und da habe ich deshalb ein paar Gastlektionen, wo du davon praktisch noch ein paar mehr Ebenen hinzufügen kannst. Ganz wichtig ist dabei immer festzustellen, dass wenn ich hinzufügen sage, heißt das, dass mein ganzes Konzept inklusiv und nicht exklusiv ist. Ich möchte also, dass du verstehst, dass wenn du jetzt im Moment mit einem Trainer arbeitest oder eine bestimmte Sportart machst, dass ich dir kein Sportprogramm oder irgendwas liefere, was ein anderes Training ersetzt, sondern ich gebe dir ein inklusives Programm, was alles besser macht, was du machst, was du in alles andere integrieren kannst. Also ich möchte nicht, dass du während meines Kurses mit anderen Sachen aufhörst, sondern ich möchte, dass du es weitermachst und das, was du über Bewegung lernst, in deine Sportart integrierst und dadurch in allem besser wirst, was du machst. Oder eben in deine Arbeit mit Klienten. Genau. Um den Bogen jetzt nochmal zu spannen. Worüber haben wir gesprochen? Meine erste These war, dass wir eine natürliche Bewegungsintelligenz haben. Das heißt, wir können uns natürlich schön und stark bewegen. Wir müssen diese Bewegungsintelligenz nur wiederentdecken. Und das machen wir, indem wir unsere motorische Entwicklung wieder erfahren. Sprich, nicht nur darüber lernen und hören, sondern wir wollen sie erfahren. Und diese natürliche Bewegungsintelligenz entwickeln wir in der Entwicklung, indem wir Bewegungsaufgaben lösen. Das heißt, wir lernen wieder Bewegung, so wie wir eigentlich Bewegung lernen, durch Erfahrung. Okay? Cool.
Durch Bewegungsaufgaben. Ja, dann hatte ich gesagt, dass Korrekturübungen ein Zeichen ihres Schwerts sind, dass wir durch Korrekturübungen oft Sachen kaputt optimieren, kaputt korrigieren und wir sollten eine gewisse Demut haben gegenüber unseres ursprünglichen Designs und akzeptieren, dass unser Design eigentlich sehr komplex, aber nicht kompliziert ist. Eigentlich sind wir super, super einfach und haben eine ganz einfache Körperlogik. Und das ist wahrscheinlich meine Nachricht. Wenn ich das dann alles jetzt zusammenfassen müsste, dann ist meine Nachricht, Bewegung ist komplex, aber nicht kompliziert. Und wenn du deine Körperlogik verstehst, dann kannst du dich halt natürlich schön und stark bewegen und fühlst dich frei und leicht. Ja, ich würde sagen, das ist mein Purpose als Bewegungslehrer. Also abonniere meinen Newsletter auf www.wingflowgrow.com und dann erfährst du alle Updates über den kommenden Kurs und alle anderen Sachen, die sich so tun. Du kannst dich für die Workshops anmelden am 9. und 10. April in Weinheim, am 9. und 10. Juli in München in den Räumlichkeiten von MitoCare. In Weinheim ist unser Host das Movement Gym, großartiges Gym, dem du gerne folgen darfst. Und im April oder Anfang Mai, das gebe ich noch bekannt, wird es einen Workshop in Berlin geben mit der Unterstützung von Everydays. Und in diesem Atemzug, langsam habe ich auch keinen Atem mehr, bedanke ich mich vielmals bei den Sponsor für diese Episode. Und das ist das großartige Unternehmen Everydays aus Berlin. Also ich kann dir sagen, ich habe sehr, sehr viel Kontakt zu Everydays und kenne da die Menschen dahinter stehen, vertraue denen sehr. Und ich mag viele Produkte sehr. Beispielsweise den Adaptogen-Komplex mit B-Vitamin Live, der mir einfach mehr Kraft, Ruhe, Klarheit gibt, der ich vor allem nutze in stressigen Phasen, wenn ich einen extra Kick brauche. Was ich dann noch sehr mag, ist Probiotik. Das ist ein Probiotikum, was ich an Tagen nehme, wo ich keine fermentierten Lebensmittel esse. Ich sage immer, ich möchte vor allem jeden Tag Fermente essen, aber es klappt nicht ganz immer. Ich kann nicht jeden Tag Kimchi oder sowas essen und wenn ich das nicht tue oder wenn ich ein bisschen Darmsanierung mache, auch das kann ein Grund sein, dann nehme ich am Morgen eine Kapsel Probiotik. Die genau den probiotischen Pattern entspricht, den du im Darm hast. Dann mag ich sehr die essentiellen Aminosäuren. Essentielle Aminosäuren sind die Bausteine des Lebens, aus denen dein Körper letztendlich alles machen kann, was du letztendlich brauchst. Auf alles bei Everydays sparst du mit dem Code ThinkFlowGrow15 15% und unterstützt einerseits Unternehmen aus Berlin, dem du sehr vertrauen kannst, du unterstützt mich und meinen Podcast und du unterstützt natürlich dich mit guten Produkten. Alle meine Empfehlungen findest du gelistet auf www.thinkflowgrow.com/Empfehlungen. Und weil das tatsächlich wirklich oft gefragt wird, da findest du auch meine Tagessichtlampe, die anscheinend sich wirklich großer Beliebtheit erfreut, die ich jetzt gerade nutze. Dort findest du auch meine Akupressurmatte, auf der ich gerade stehe. Ja, und viele andere Tools, die ich allgemein nutze. Weil wenn du mir dabei zuhörst, dann wirst du gemerkt haben, dass ich eigentlich ziemlich jeden Aspekt meines Lebens mir irgendwie angeschaut habe, auseinandergenommen habe, probiere zu optimieren und dann wieder zusammenzusetzen. Und dann, aber wieder loszulassen, das Ganze irgendwie natürlich fließen zu lassen. Und das ist so ein bisschen meine Idee des Biohackings. Okay, dann danke ich dir bis hierhin zum Zuhören. Ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn du die Episode auf den sozialen Netzwerken teilst. Am besten mit einem Bild in deiner Story auf Instagram, mich darin verlinkst und mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und auch bei Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.